Freue dich am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das Wort für sich freuen bedeutet eigentlich weich oder formbar werden. Das ist interessant. Mit diesen Worten würde man feuchten Ton in den Händen eines Töpfers beschreiben. Weich und biegsam, formbar. Wir sollen eine Herzenshaltung einnehmen, die sagt, Gott, ich gehöre dir, ganz gleich, was, wo oder mit wem etwas in meinem Leben passiert. Das heißt es, sich an Gott zu freuen. Es heißt nicht, okay Gott, hier ist mein Plan und du musst ihn segnen, aber ich weiche nicht von meinen Bedingungen ab. Nein, es heißt, Gott, dein Wille für mein Leben, deine Pläne für mein Leben. Wenn ich mich an Gott freue, wenn ich eine solche Haltung einnehme, schenkt Gott mir, was ich mir von Herzen wünsche. Das heißt nicht, dass er mir alles gibt, was ich will. Es bedeutet buchstäblich, dass Gott uns seine Wünsche ins Herz legt. Und dann führt er uns durch diese Wünsche. Wenn wir diese formbare Haltung vor Gott einnehmen, wird Gott uns geben, was wir uns wünschen und uns durch diese Wünsche führen.